Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Morgenrunde mit dem Gravelbike Rose Backroad GRX 810. Es ist jetzt 9.40 Uhr, es ist richtig frisch, habe mich jetzt aufs Rad gesetzt und fahre jetzt einfach mal los, habe in der Früh beim Kaffee noch eine Route geplant von 40 Kilometern und 400 Höhenmeter vom Pettenbach weg. Über Steinbach am Ziehberg runter nach Micheldorf, von Micheldorf nach Kirchdorf, dann über Inzersdorf, dann werde ich die tausendjährige Eiche wieder besuchen, da war ich schon lange nicht. Dann geht es wieder weiter. Wird eine schöne kurze Tour, aber ich nehme euch mit und ja, mal sehen, was uns heute erwartet. Auf geht's! Da ist auch schon der erste Anstieg, schön zum Warmwerden, und dann geht es halbwegs flach weiter und dann geht es rauf auf den Ziehberg mit einer wunderschönen Aussicht da oben. Mu. Denen juckt es gar nicht, sind voll beim Frühstücken gerade. Ich habe die Regenjacke noch, beziehungsweise Regenwindjacke noch angelassen. Es ist wirklich frisch, Leute. Es ist vorbei mit dem Sommer, mit den warmen Tagen. Jetzt merkt man schon, wie die Tage schon kürzer werden, die Sonne einfach schwächer wird. Ja. Aber wir lassen uns nicht davon abhalten, Fahrrad zu fahren. Mein Ziel ist es, über den ganzen Winter, wie gehabt, spätestens alle zwei Wochen eine Fahrradtour zu machen. Ich habe gesehen, zwei Wochen Pause treibt jetzt meine Kondition nicht so weit runter. Das passt ganz gut. Man muss einfach auch seinen Körper ein bisschen kennenlernen, und das habe ich halt bei mir schon gesehen. Das muss jeder für sich selbst herausfinden, dann kann man schon ein bisschen einschätzen, wie man trainieren muss und wie weit man fahren kann nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nach vier Wochen. Wenn man jetzt länger nichts macht, dann wird es hart. Ich habe mal zwei Monate nichts gemacht nach meiner Haartransplantation. Und die erste Tour danach, die war heftig. Da waren fast keine Höhenmeter dabei. Das Video kann ich verlinken vielleicht, wenn ich es finde, wenn ich daran denke. Und dann habe ich mal zwei Wochen nichts gemacht. Da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Und somit weiß ich, zwei Wochen sind locker drin. Da brauche ich keine Angst haben, dass meine Kondition darunter leidet. Ja, also für meine Erwartungen passt es. Natürlich, wenn jetzt einer Spitzensportler ist und da Rennen macht auf Sekunden, Millisekunden, keine Ahnung, der wird wahrscheinlich auch spüren, wenn er nur ein Training aussetzt. Aber ich bin ja kein Rennradsportler oder sowas, sondern ich fahre einfach nur, weil ich die Natur hier genieße. Und weil ich das Freiheitsgefühl auf dem Fahrrad einfach mega liebe, ja. Darum mache ich das. Und das Ganze will ich auch mit euch teilen und euch motivieren, auch rauszugehen, einfach Fahrrad zu fahren. Und da macht es mir auch richtig Spaß, wenn ich die Kommentare lese, wenn ich den einen oder anderen motivieren kann, dann... Ja, das Feedback, das macht mir einfach Spaß und motiviert mich dann noch mehr weiterzumachen. Das Gute ist, wir motivieren uns dann gegenseitig und fahren alle Fahrrad und tun was für unseren Körper, für die Seele. Und das
ist das Gute daran. Steinbach am Ziehberg, Leute. Wahoo zeigt mir auch schon den Anstieg. Das ist ein Anstieg von 4,2 Kilometer und 130 Höhenmeter. Also ja, es gibt ein paar orange Zonen, aber keine roten Zonen. Also ein schöner, langgezogener Anstieg sozusagen. Ja, da geht es jetzt erstmal rauf, dann die schöne Aussicht genießen und dann geht es runter Richtung Micheldorf. Da wird dann runtergeballert. Was das Zeug hergibt. Bis die Räder rauchen. Auf geht's. Die Jacke habe ich noch ausgezogen, bevor ich voll schwitze und nass werde. So Windjacken und so sind natürlich gut und schön, sind aber auch dementsprechend weniger atmungsaktiv. Somit fängt man darin sehr schnell an zu schwitzen und dann wird man erst recht nass. Deswegen bald genug ausziehen. Ja, damit das nicht passiert. Vorne ist ein E-Biker, glaube ich, den holen wir ein. Auf geht's. Mission completed. E-Bike-Fahrer überholt. Auf geht's. Gleich habe ich es geschafft, Leute. Da vorne müsste schon der höchste Punkt sein. Oder nicht? Ich bin mir gerade... Nein. Nein, das ist es nicht. Ich muss noch weiter. Shit. Ich dachte, das ist schon dieser Parkplatz. Nein, es geht weiter. Gut, dass ich die Jacke ausgezogen habe. Schwitz gerade voll. So schön hier. Mega. Unglaublich. Yes, Leute. 3 Kilometer mit 10% bergab. Puh. Das kann es gern öfters mal geben. So, jetzt bin ich hier auch schon am höchsten Punkt angekommen. Da vorne rechts ist der Parkplatz. Da gönne ich mir mal ein Proteinriegel, bevor es dann 3 Kilometer lang bergab geht. Und da ballern wir dann richtig runter. Auf geht's.
Leute! Yes, Leute, was für eine geile Abfahrt. Wahnsinn. Es sind halt schon ein paar scharfe Kurven dabei und da muss man halt leider abbremsen. Aber es ist ein richtig schöner Asphalt, richtig nice zum Runterballern. Ja, jetzt geht's im Tal weiter Richtung Micheldorf, Kirchdorf, Inzersdorf zu der 1000-jährigen Eiche. So sieht's aus. Auf geht's. Hey, Pump Track mit dem Gravel Bike. Ich wollte schon immer am Pumptrack fahren, habe leider nicht das richtige Bike dazu, aber mit dem Gravelbike funktioniert es auch, habe ich gerade gesehen. Jetzt bin ich von Kirchdorf raus, bin jetzt auf der anderen Seite von der A9 Autobahn. Ja, und die 1000-jährige Eiche ist irgendwo da vorne. Mal schauen, jetzt habe ich richtig Gas gegeben, Leute. Sehr schön hier. Ja, Leute, hier ist die 1000-jährige Eiche.
Ein mega Baum, Leute, ihr seht selbst. Sieht aus, als ob da irgendwelche Äste abgebrochen sind. Auf jeden Fall, Leute, seht ihr, wie groß dieser Baum einfach ist. Der soll ungefähr 1000 Jahre alt sein. Deswegen die 1000-jährige Eiche. Man sieht einfach, wie dick der Stamm einfach schon ist. Stell mich einfach mal hin, damit ihr es euch einfach vorstellen könnt. Ja, mega. Es ist einfach unglaublich. Fasziniert mich immer wieder. Was dieser Baum schon alles gesehen hat, Weltkriege mitgemacht hat. 1000 Jahre, Leute, stellt euch mal vor. Unglaublich. Sieht schon mal sehr gut aus. Und da sind wir schon beim Vorteil von einem Gravelbike, Leute. Man kann einfach mal irgendwo reinstechen. Ja, wenn es mal ein Wanderweg ist, eine Gravelstrecke oder zum Teil auch Wurzelpassagen. Geht genauso, wenn es nicht zu übertrieben ist. Und ja, und genau das ist das. Also Gravelbike passt wirklich zu 100% zu mir, denn ich liebe die Freiheit, das Gefühl von Freiheit auf dem Fahrrad. Und genau deswegen bin ich auch von EMTB weggekommen, weil ich einfach durch den Akku und so ja nicht dieses Gefühl hatte, frei zu sein. Und mit dem Gravelbike aber, ja, ich, solange es meine Beine hergeben, ja, meine mentale Kraft es hergibt, kann ich unendlich weit fahren. Und ich kann mal abbiegen irgendwo in einen Wald rein, wieder raus. Und das ist einfach das, was mir richtig gefällt an Gravelbike. Leute, ihr seht vor mir den härtesten Anstieg bei mir in der Nähe. Ja, da bin ich noch nie mit dem Rad hochgefahren. Heute das erste Mal. Na, jetzt wird es aber ordentlich heiß, Leute. Mann. Ja, ist schon ein harter Anstieg da. Ich hab's gleich geschafft. Aber ich bin auch erledigt. Ich schwitze gerade, das ist eigentlich ungewöhnlich. Normal schwitze ich nicht. Gleich ein paar 50 Meter noch.
muss dann gleich mal was trinken. Heute bin ich schon etwas geschwächt. Ich weiß aber, woran das liegt. Ich habe heute nämlich nicht gefrühstückt, habe nur so ein Müsli-Riegel gegessen, dazu einen Apfel, glaube ich, und einen Kaffee getrunken. Das ist einfach zu wenig. Und jetzt während der Fahrt auch nur ein Proteinriegel, ein Apfel und dieses Quetschi da. Ich muss schalten. Ja, ich muss, wenn ich zu Hause bin, direkt mal gut frühstücken. Auf geht's. Der Anstieg ist erledigt. Rettung fährt auch schon vor. Das passt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat Wahoo gemeint, ich soll hier links abbiegen. Da bin ich noch nie gefahren. Ich hoffe, dass das kein Blödsinn ist. Weil da vorne lässt er mich wieder nach links fahren. Puh. Laut meiner Orientierung könnte das falsch sein. Okay, ich habe jetzt rausgezoomt, Leute. Das ist total ein Bullshit. Der bringt mich wieder nach Inzersdorf, glaube ich. Ich halte rechts. Ich wohne ja da hinten irgendwo. Da muss ich jetzt. Da unten ist eine Straße, ja, da muss ich hin. Da gibt es aber keinen Weg darunter. Sonst würde ich da einfach reinfahren. Ich muss, glaube ich, da noch weiter und dann irgendwo links. Ja, mal sehen. Auf geht's. Ich habe keine Ahnung, Leute, was da drin passiert. Ob da drin geschlachtet wird oder keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Okay, ich kann hier jetzt links runterfahren oder auch hier rechts rauf, aber da ich da vorne irgendwo zu Hause bin, werde ich hier jetzt einfach mal runterfahren. Ein Gravelbike, aber mit den Reifen und mit so viel Druck in den Reifen macht es keinen Spaß, Leute. So kurze Strecken, okay, aber länger könnte ich so nicht fahren. Eigentlich muss ich nur eine Straße weiter runter, aber irgendwie gibt es hier keinen Weg dorthin. Jetzt fahre ich wieder in die andere Richtung. Super.
Heute die Sonnenblumen auf der linken Seite, wie schön. Ja, richtig schöner, schöner Weg. So, jetzt kenne ich mich wieder aus, bin auf der Bundesstraße Richtung Pettenbach. Und alles wieder im Grünen. So Leute, 40 Kilometer in 2 Stunden. Ja, mit einem Schnitt von 20 km/h. Höhenmeter 550. Eine super schöne Tour. Vormittags hat mir ganz gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren und dazu bewegen, euch auf dem Fahrrad zu sitzen und einfach loszufahren. Ich bin dann gleich zu Hause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn ihr noch nicht abonniert seid, lasst ein Abo da. Schreibt euer Kommentare rein. Gebt mir Feedbacks und ja, sonst passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.